Ein Hallihallo und ein Hallöchen und willkommen zurück hier in Factorio mit der Version 18.17. Bald haben wir die 18.18, super. Und wir sind natürlich nicht alleine. Hallo Brummi, hallo Cody und hallo Nachtfalter. Moin. Hallo. Hi. Ja, wir haben mal wieder geupdatet zu unserem, Grauen, sage ich jetzt mal. Wobei, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich stehe direkt schon vor der Änderung, die, glaube ich, momentan am kritischsten ist. Zumindest ist es die einzige Anlage, die ich gefunden habe, die sich hier reingeschmuggelt hat durch den Patch. Also natürlich durch die Pianodon-Patch, nicht durch die Factorio-Patch. Und das betrifft alles, was Glas angeht. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier rüber gehe zum guten Nachtfalter, der ist schon fleißig dabei. Der hat hier schon die neue Glasanlage aufgestellt. Denn, wie gesagt, alles, was irgendwie Glas braucht oder was auch Glas herstellt, hat jetzt diese schönen Glasworks, die im Übrigen optisch gesehen nicht nur gut aussehen, sondern auch wie immer, wie gewohnt von Piano, dann natürlich auch in der Animation sehr schick aussehen. Und zum anderen, wenn wir hier mal in unsere Bauleisten gucken, oder in unsere Herstellungsinventar, alle Symbole, die ursprünglich mal, wie standardmäßig hier zum Beispiel, so aussehen, wie sie auch in-game aussehen, haben sich jetzt angepasst. Ist natürlich jetzt für uns, wir haben uns natürlich an gewisse Symbole schon gewöhnt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man sieht hier unten, dass es zum Beispiel der Pianodon Robobot, Roboport. Sieht alles jetzt ein bisschen anders aus, aber ich denke im Nachhinein, gerade bei einzelnen Gebäuden war man sich nie so sicher, wenn man es im Rezept gesehen hat, ist es jetzt das Gebäude oder das Gebäude, weil sie sich doch sehr geähnelt haben und dann war es immer sehr schlecht. Aber jetzt so mit den neuen Symbolen, also mir persönlich gefällt es, ist es halt eine Gewöhnungssache, das ist klar. Ich denke auch mal, dass irgendwann auch die ganzen Tanks hier auch irgendwann mal vielleicht umgeändert werden, dass es einfach von der Optik her zu den anderen Symbolen mehr passt. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Und nichtsdestotrotz, wir haben natürlich wieder einiges zu tun. Lieber Merigold, ich danke dir immer wieder für dein Feedback. Natürlich nehme ich das auch gerne zur Kenntnis. Dementsprechend gibt es jetzt auch hier ein paar Einträge mehr in unserer schönen To-Do-List. Cody hat es ja schon sehr fleißig benutzt. Nachtfalter hat jetzt auch schon ein paar Sachen drin. Und ich habe endlich es auch mal geschafft, nach den Offline-Arbeiten da auch ein paar Sachen reinzuklatschen. Oh, guck mal, da verschwinden sogar schon Sachen. Na, was hast du abgehakt? Getin. Ah, habe ich nicht gesehen, alles klar. Sprich, für uns gibt es einiges zu tun. Leider kann ich jetzt die Liste noch nicht anfangen, weil sich jetzt dieser Patch eingeschleust hat. Deswegen müssen wir uns erstmal um Sachen kümmern, die nicht auf der To-Do-Liste stehen. Denn meine Forschung hat unter anderem hier Probleme. Da brauchen wir nämlich jetzt für die optischen Sets, weil es ja Glas ist, ebenso diese Anlagen. Und das heißt für mich vor allem, dadurch, dass wir hier Hochdrucköfen hatten, die ja deutlich kleiner sind. Ich habe jetzt gerade keinen da, aber ihr seht es ja. Warte mal, haben wir hier irgendwo einen? Lol. Überall die Riesenanlagen. Jetzt keine Hochdrucköfen. Oh, jetzt brauchen wir einmal eine Anlage für Hochdrucköfen. Dankeschön. Genau, hier. Das war die ursprüngliche Größe. Also ihr seht, ist deutlich größer geworden. Danke auch hier an Nachtfalter, der mir dieses Konstrukt hier zur Verfügung gestellt hat, weil das kann ich 1:1 übernehmen, da wir hier zwei verschiedene Rohstoffe haben und hier auch zwei verschiedene Bänder haben. Um es drauf zu geben, können wir das hier wunderbar übernehmen. Hier sind die Rohre, denn die Anlagen arbeiten. Es steht nicht dran, aber wir haben es oben bei Nachtfalter schon getestet, nur mit Kohlegas. Das heißt für uns natürlich auch einen deutlich größeren Verbrauch an Kohlegas in der Hinsicht. Die zweite Anlage, die hier noch dran ist, sind diese Dinger hier. Man sieht es, die Fabriken sind nicht mehr eingestellt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das Zeug heißt. Reicht es, wenn ich Glas eingebe? Mal schauen. Ja, genau hier, die Glasbehältnisse. Hab ich vergessen, uns rauszuswitchen. Schön, willkommen in der Aufnahme, Unbekannter. Das ist ein Kain. Ein wunderschönen guten Tag, Unbekannter NPC Nummer 3. Ein Überraschungskain, hallo. Hi. Ich platz mal so rein. Sehr schön. Dann schiebe ich uns doch mal im TS runter in den Aufnahmebereich. Hallo und tschüss sozusagen. Genau, viel Spaß euch noch. Danke. User was moved out of your channel. Channel switched. So. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Ja, live und unzensiert. Naja, live nicht ganz, aber unzensiert. So, was haben wir hier noch? Guck mal, die Glaskerne. Ich weiß nicht, baut jemand irgendwo schon einen Glaskern? Für was auch immer? Braucht Silverplate?
Hm. Nee, aber es ist schon mal gut zu wissen, da wir kein Silber haben noch. Ja, eben, okay. Und sonst. Ja, wobei, doch Glaskerne brauchen wir, glaube ich, bei Ding. Wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, bei Leiterplatte 2. Nicht das. Bei dem, was ich gebaut hatte, war, glaube ich, Glaskern dabei. Ja, gut, das ist ja komplett abgerissen worden schon. Oder? Oh! Falter? Nee, das ist was anderes, glaube ich. Ah, nee, hier, ja. Das ist doch gelogen. Was hier, brauchst ja. Neben Scheiße. Steht oben drin. Ich glaube, organische Lösungsmittel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich habe es eingetragen. Moment, organische Lösungsmittel kriegst du schon. Nicht drin, deswegen frage ich. Moment. Organische Lösungsmittel, die kriegst du doch schon. Oder? Ah, nee, halt, Hydrochlorid war das. Verdammt. Pustekuchen. Also organische Lösungsmittel. Alles klar, dann kümmere ich mich darum. Danke. So. Ja, wir machen jetzt erstmal hier weiter, um das ganze Zeug wieder hier anzuschließen, dass das hier wieder einigermaßen funktioniert. Und müssen parallel natürlich, also ich muss erstmal das Drohnennetz hier wieder aufrechterhalten, weil wir das, ich reiße meine Drohnennetze ja immer wieder ab, um die Drohnen anderweitig wo einsetzen zu können. Hier hinten haben wir noch Platz. Demnach muss hier jetzt ein Kohlegasbahnhof hin. Das ist der neue Radar, also von der Grafik her neu natürlich. Ja, passt eigentlich das Symbol. Flüssigkeiten. Da können wir uns bestimmt beim Nachtfalter was klauen, weil der hat ja da sogar den Bahnhof für Kohlegas. Und ganz kurz gucken. Das ist der da hier. Oder? Genau. Können wir den 1 zu 1 hier rausklauen? Haha. Hoffe ich. Gucken wir mal. Böse Stimmen würden jetzt sagen, wir sind es nicht anders gewöhnt. Ja, ja, du mich auch. So. Packen wir. Das heißt, er sieht deine Stimme als böse Stimme an. Meine sehe ich als böse Stimme an, ja. Nee, ich sehe deine böse Stimme. Ach, egal. Was? Wie war das? Einigen wir uns drauf, wir sind uneinig. Genau, einigen wir uns darauf, uneinig zu sein. Genau. So, wir verbinden das mal eben, dass die Drohnen da hinten da rüber gehen können. Packen aber hier auch gleich mal noch eine Logistikkiste irgendwo hin. Ja, hier. So, was brauchen wir? Natürlich einen Haufen Pumpen. Habe ich da. Das da und das da. Aber da können wir gleich noch ein paar mehr holen, bevor mein Inventar wieder meint, es alles von Hand craften zu müssen. Naja, da geht's schon los. Jetzt werden Pumpen gebaut. Aber Pumpen von Hand bauen ist okay. Können wir gleich Motoren hier nachrüsten, wenn wir eh schon hier oben sind. Das ist die falsche Anlage. Doch, nein, das ist die falsche Anlage. So. Dann haben wir hier noch so einen 10.000er Tank. LED. Natürlich. Oh. Muss ich schon wieder aus dem Bahnhof rausklauen? Mache ich immer so ungern. Da geht der Diebstahl weiter. Der Diebstahl. Das ist es. Bauen wir einfach ein paar mehr, dann haben wir auch welche als Ersatz. Das ist nie verkehrt. Dann können wir schon mal das da setzen. Oh, Schienen habe ich auch ganz viele. Sind denn hier welche im System? Oh, guck mal, Gegenstände im Logistiknetz. 2,2k Schienen und 2000 Fließbänder, wo auch immer die sind. Das ist schön. Übrigens nicht wundern, ich habe es gelesen mit dem mit der Logistikkiste, die nicht im Netz ist. Das ist nicht tragisch, wie gesagt, ich nutze diese Logistiksysteme hier nicht. Deswegen, es passiert öfters mal, dass irgendwo Logistikkisten sind, die nicht in einem Netz drin sind, weil ich es einfach wieder abgerissen habe. Ich möchte einfach nicht zu viele Netze haben. Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. So. Dann können wir das kopieren auf jeden Fall. Schon mal hier hinpacken, beziehungsweise wenn ich es nah ransetze, kriegen wir es dann doch noch hin. Ich hatte nämlich beim ersten Test Probleme. Oh ja, es funktioniert. Oh Gott sei Dank. Meine letzte Anlage, die ich geplant hatte, weil ich hatte ursprünglich gedacht, dass ich Koks brauche und kein Kohlegas, weil ich habe nur das Brennstoffsymbol gesehen. Dann habe ich die Anlage umgebaut, ungefähr in der Größe hier mit dem hier. Und es hat dann nicht reingepasst. Dann musste ich hier oben noch eine Anlage setzen, das hier noch Überbleibsel davon.
Aber dann können wir es hier doch noch gerade so reinquetschen. Das ist super. Perfekt. Also die Hauptglasanlage läuft wieder. Ah, sehr gut. Hast du die gleich ein bisschen erweitert oder macht das gar keinen Sinn, weil die Zufuhr nicht mehr hergibt? Das macht keinen Sinn, weil die Zufuhr ist nicht reich. Ja, sag ich ja. Okay. Hauptsache Glas kommt erstmal wieder. So, ich sehe auch, ich habe hier noch kein Logistiknetz, das weiß ich. Oder? Zeigt er mir das gerade noch nicht an. Achso, vielleicht sollte ich mal hier drauf drücken. So, dann sieht man es auch. Ist das jetzt im Netz? Nee, das ist nicht im Netz. Gut, dann setze ich das von Hand kurz eben. So, passt. Gut, den Rest machen wir später. Wobei, ich bin ja eh hier. Komm, dann holen wir uns mal ein paar Fließbänder, weil es fehlt eh noch einiges. Ihr seht auch, theoretisch zum Beispiel dieses Logistiknetz könnte man hier wieder wegnehmen. Auch das hier oben bräuchte man nicht mehr. Hier fehlt sogar was. Ach, guck mal, hier fehlen ein paar Pumpen. Sieh an, sieh an. Haben wir doch bestimmt hier irgendwo drin. Boah. Wie sehen die Symbole aus? Okay. Ah, hier, schau mal. 11. Wie gut ist denn unsere Nexelit-Produktion? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich verwechsel die beiden Rohstoffe immer. Aktuell Nexelit. Theoretisch nicht vorhanden. War Nexelit das aus dem... Nee, das war nicht aus Erzschlacke. Das war das aus Erzschlacke. Ah, doch, was, aus Erzschlacke. Ach. Was aktuell noch nicht widersteht. Also wir haben noch ziemlich viel auf Reserve, falls du was brauchen solltest. Ja, nee, ich für eine Produktion. Deswegen. Achso, okay. Weil, also, das wäre das hier halt gewesen. Das sind die Reste noch von der Anlage. So, wir machen es jetzt aus Optik halber das so hin. So. Passt das hier? Genauso hier und genauso hier. Sehr schön. Meine Drohnen mal ausmachen. Es dauert immer ewig, bis die Nanobots aus sind. Wenn die mal planen. Oder wenn die mal anfangen zu bauen. Okay. Das läuft. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir hier das Kohlegas herkriegen. Die Frage ist, wie schnell verbrauchten sich das bei dir, Nachtfalter, das Kohlegas in dieser Anlage? Das steht ja auch nicht dabei. Doch, wenn du auf der Anlage guckst, steht da 600 pro Sekunde. Allerdings, ob das passt, habe ich nicht geguckt. Stimmt, ja. Kriegst du zu wenig Kohlegas, kann das sein? Ja, ich habe schon einen zweiten Tank hingestellt, dass ein bisschen mehr kommt. Wobei jetzt da meine Frage wäre, das wollte ich dich jetzt eben fragen, ob wir hier nicht die zwei Tanks noch mit anschließen könnten. Dann wäre da ja auch eine größere Anzahl von Zügen, die da angefordert werden können. Ja, der Wartebahnhof ist halt so beschissen. Ich weiß nicht, was ist denn da eingestellt gerade? 3 maximal. Na gut, aber so kommt halt aktuell immer nur einer. Ja, das stimmt. Ja, theoretisch kann man die zwei anschließen noch, ja. Ja, weil dann ich bin gerade in der mehr. Nähe, dann laufe ich bist da schnell, okay. Ich da schnell hin. Passt, ja, das ist okay. Macht ja auch eigentlich Sinn. Ich glaube, das wurde damals vergessen, als diese Tanks dahin kamen. So, apropos Tanks. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Rohre sind hier. Ich setze das jetzt erstmal so hin. Das ist nämlich die Frage, wie viele Ausgänge hat das? Das Ding hat logischerweise nur 2 Ausgänge, das sind die hier. Wir könnten also hier oben noch einen Tank setzen. Dann gehen wir mit 2 Rohren hier entlang, direkt an den Gleisen. Und mit den anderen 2 Rohren können wir dann an die, wo ist sie denn? Das ist ein langer, langer Weg, an die Anlage ran. Dann sollte das passen. Müsste theoretisch... Oh, halt. Wir haben hier... das wird gleich Probleme geben. Genau, da fängt es schon an.
schnell das da mal austauschen. Jetzt ist die Frage, wo gehen die Züge hin? Ah, schade, sie gehen nach oben. Okay, alles klar, passt. Aber das soll ja auch so sein. Dann tauschen wir erstmal die Rohre hier aus mit den guten. Zack. Reicht das? Nee. Und dann da hinten, okay. Hallo? Achso. Ach. Natürlich. So. Das heißt, hier ist die Einspeisung. Hier geht's nach draußen. Und hier geht's nach draußen. Okay. Alter, hast du für einen von deinen Prozessen das gebaut, so dass du Kohleschlacke als Abfall hast nebenbei? Noch nicht. Okay. Es kommt später bei der nächsten Stufe Eisen. Ja, ich sehe es bei Eisen, ist das so. Ja, aber die haben wir noch nicht erforscht. Die Stufe. Okay. Wie gut ist unsere Erdschlacke-Produktion? Die Verarbeitung oder die Herstellung? Die Herstellung von Erdschlacke. Sie war groß, bis meine Anlage aufgetaucht ist, die alles verschlingt. Die alles verschlingt, das ist schlecht. Ja, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Wenn du dafür sorgst, dass ich keine Erdschlacke kriege, dann kriegst du noch weniger Säure. Das ist doppelt schlecht. Können wir mehr Erdschlacke machen? Es kommt noch deutlich mehr Erdschlacke. Ja, wollte gerade sagen. Also im Endeffekt, viele Anlagen machen das. Erdschlacke ist ja dummerweise immer nur ein Nebenprodukt. Also es wächst stetig weiter, die Herstellung, aber man muss mal gucken. Was mache ich hier eigentlich? Oh. Heißt, ich könnte theoretisch schon eine Anlage bauen, bei der ich Erdschlacke brauche? Ja, klar. Es sind genug Züge im Umlauf. Priorisiere sie einfach. Dann kriegst du wahrscheinlich mehr ab. Priorität dann 2 oder so, ne? Ja. 1 ist immer Top-Priorität und je höher die Zahl, desto kleiner, ne? Nee, je höher die Zahl, je höher die Priorität. Ja, genau. Okay. Also. Dann müsste ja eigentlich die Anlage priorisiert werden, die da mehr bekriegen sollte. Ja, ist halt die Frage, welche. Was machst du denn mit der Erdschlacke? Fragen wir mal so rum. Nebenprodukt, Kohleschlacke. 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 Ja, das ist das, was auch Brummi macht bei sich. Für Benzene. Achso, du machst Benzene. Nein, ich mach kein Benzene. Nee? Okay. Ja, theoretisch mache ich auch Benzene, ja, aber. Nein, ich meinte jetzt mehr, der produziert sich auch die Kohleschlacke, um Benzene draus zu machen. Okay. Ja, Priorisierung. Was übrigens auch schon im LTN ist. Und genauso wie das aromatische Kohlenwasserstoffe. Ja, aber ich brauche die Kohleschlacke selber. Das ja, okay. Ach, halt. So. Ach, guck mal, da kommt schon ein Zug. Das ist schön. Ah, warum kann das nicht hin? Hier wäre perfekt. Da Pumpe und dann da wieder hin. Nie. Dann gehen wir halt da hin. Wo ist ein Cody Murdoch, wenn man ihn braucht? Ja, ja. Cody täuscht mich halt immer wieder. Du bist mein Murdoch. Ah, genau. Dahin. Husten. Das ist ein verdammt langer Weg. Oh Gott, vor allem müssen wir noch überall Strommästen setzen. Huch, hä? Dahin. Ja, halt. Ah, passt. So, dann gehen wir einfach gerade hoch. Das heißt, dann versetzen wir das Röhrchen mal hier hin. So. Zack, zack. Ja. Ich mag es immer gleich, deswegen mache ich das so. Hier mache ich jetzt keine Pumpe hin. Braucht man nicht. Ah, komm. Sag sowas nicht. Halt dich an deine eigenen Regeln, Mann. Ein Rohr, eine Pumpe. So, dann schließen wir das direkt hier an. Und das andere führen wir darüber. Das heißt,
Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rohre. Das heißt hier 1, 2, 3. Und dann gehen wir hier direkt für die 3. Dann haben wir es aufgeteilt auf 3 Stränge jeweils. Das sollte hoffentlich passen. Machen wir hier einfach so durch. Dadurch, so durch. Da das gleiche. Schöne Sache. So. Achso, da auch noch eine. Genau. Passt. Dann haben wir das Kohlegas hier auch. Strom kriegen wir hier. Jetzt müssen wir natürlich noch überall. Oh Gott. Packen wir mal die auch noch hier mit rein. Und holen gleichzeitig neue. Ich hoffe, da werden noch welche produziert. Ah ja, perfekt. Wer stirbt zuletzt? Was? Wer stirbt zuletzt? Die Hoffnung. Ja, die Hoffnung. Oh. Aber sie stirbt. Ja, genau. Ja, irgendwelche Konstanten muss es ja geben. Genau. Ach, habe ich den Greifer hier gedreht? Ah, ja, stimmt, ich erinnere. So. Mich. Nein, ich erinnere. Ich erinnere. Das gehört so. Richtig. Okay. Cody versteht's. Ja. Ich verstehe. Weißt ja, wie Charlie Sheen. Ich verstehe. Oh, das war knapp. Da ist schon. Dann hier noch. Strom und Strom. Oh, das ist schlecht, wenn da bald ein Zug kommt. Dann hat er keinen Platz, das Zeug da reinzulegen. Ich frage mich gerade, wo bleibt der Zug eigentlich? Der ist schon ewig gelb. Oh, der... Ah, diese dämliche KI. Das ist so dämlich. Also manchmal ist die Zuglogik echt dämlich. Ah ja, okay. Ja, ich bin mit einem Zug hierher gekommen. Im Wartebereich. Und stand da schon... Ah, oh, warte mal. Das liegt... Liegt das an... Warum sind hier so viele Signale? Das, warte mal. Die machen doch gar keinen Sinn. Was zum... I don't know. So. Okay. So, Lille. Perfekt, da ist erst die Kohlegas. Okay, hier fehlt's an. Oh, an Rohren, alles klar. Habt ihr hier, bitteschön. Nehmt am besten alle. Aber wir sehen schon, zumindest ist irgendwo. Ja, hier schon was angekommen. Sehr gut. Okay, perfekt. Das heißt, die Anlage könnte arbeiten, wenn sie das Zeug hätte. Und zwar ist das das Bortrioxid. Der ein oder andere wird sich daran erinnern. Da oben steht es nämlich in meiner To-Do-Liste, das Bortrioxid. Ich muss mal gucken. Also das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir das als erstes angehen. Wir haben ja noch auf der Agenda Rohfiber und auch die Koksanlage. Wobei ich im Offline-Bereich die Koksanlage schon ein bisschen modifiziert habe. Sprich, hier oben kam zum Beispiel dieser Strang noch mit hinzu. Ich habe auch an anderen Stellen Fließbänder abgerissen, um rote zu bekommen, um einfach diesen Fluss hier noch besser hinzubekommen. Und dadurch habe ich erreicht, dass das obere Kohleband definitiv immer voll ist. Parallel hier unten kommt auch jetzt wieder deutlich mehr Kohle an für die Anlagen. Und der Durchfluss von diesem Zeug hier wird natürlich da oben dann doppelt so viel verarbeitet. Ebenso habe ich Module noch reingepackt. Und dadurch erreiche ich hier wiederum, dass das Raw-Kohle, das, ja, die Raw-Kohle wieder fließend abgearbeitet wird. Ebenso hier ein bisschen modifiziert, hier so ein Hauptband durchgemacht, damit die vorderen einfach besser abgeben können. Sprich, hier staut sich auch nichts mehr, das ist auch ganz praktisch. Nichtsdestotrotz bleibt mir nichts anderes übrig, als irgendwann hier drastischere Umbau
Arbeiten zu machen. Wir brauchen drastische Maßnahmen. Ja, weil das demotiviert einen immer, weil man keine, also man hat zwar diese Nanobots, aber die Nanobots sind arschlahm. Man hätte doch echt gern mal seine privaten Rubis im Inneren von sich selber. Ja. Apropos Drohnen, das war wohl, also zu Marigolds Antwort darauf, weil wir ja keinen Abfall mehr auf einmal hatten, das ist ein bisschen merkwürdig jetzt, weil zum einen hat er mir gesagt, gibt es ja hier die Forschung, und zwar ist es eine Stufe 3 Forschung, die wir ja noch gar nicht haben können. Wo ist er denn jetzt? Hier, die Logistikroboter. Weil hier steht, Logistikroboter können Gegenstände an den Spieler liefern oder ungewollte Gegenstände abtransportieren. Sprich, das würde das eigentlich freischalten und das wäre eigentlich der Grund, warum wir es nicht haben. Witzigerweise, wenn ich jetzt ins Inventar gucke, habe ich einen dritten Tab, und zwar Logistik, und kann hier persönliche Logistik und automatischen Abfall einstellen. Also es ist sehr merkwürdig. Eigentlich dürften wir es nicht haben laut Forschung, aber wir haben es jetzt doch, und beim letzten Mal hatten wir es nicht, weil, keine Ahnung, vielleicht durch einen Patch von Piano, dann was wir abgegradet haben, oder durch von 16 auf 17 hat sich das behoben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es wieder. Überleg mal, wir haben noch nur ein paar Convenience-Mods für uns. Erweitertes Baugeschwindigkeit und bla, um den Loop. Vielleicht kommt unsere Abfallwirtschaft von dem Mod. Ja, aber wir haben auch die Logistik. Ist auch mit drin. Ich weiß, was du meinst. Du meinst die ganzen Basic-Dinger. Aber da ist eigentlich kein... Weil da erhöhen wir nur das Inventar, die Reichweite, das Movement Speed, Crafting Speed und Mining Speed. Mehr ist da eigentlich nicht drin. Okay, ich dachte, da wäre vielleicht ein Abfall-Zusatz-Slot-Gedöns drin, dass das halt dadurch die zwar die Optik gibt, aber halt nicht die Funktion. Mal hier gucken kurz. Das ist ja alles das Normale. Nee, aber soll mir recht sein. So, also hier ist jetzt alles geregelt, außer dass hier immer noch alles blinkt. Was ist los? Hier fehlt wahrscheinlich irgendwo ein Rohr. Ja, aber da ist es noch leer. Hier ist es leer. Warum ist leer? Da ist noch da. Kohlegas. Kohlegas, Kohlegas. Hä? Achso, doch da. Oh Gott. Mach die Augen auf, Kerl. Ach, guck mal hier. Haben wir es doch. Haben wir den Strommasten doch aus Versehen auf Blueprint gesetzt. So. Jetzt sollten doch alle Kohlegas haben. Okay, wunderbar. Das ist geklärt, dann können wir hier unten den Ausgang noch machen. Hier haben wir ja gerade die Anlage getestet, also sie funktioniert. Oh, dummerweise habe ich euch die Animation nicht gezeigt. Moment. Das lässt sich ändern. Ich nehme mal das Botrux raus und pack's hier rein. Dann gibt es hier nämlich die schöne Animation, wie er hier mit dem Zeig da quasi so eine Glasflasche rausholt und sie dann hier in den Ofen stopft. Also hat wie immer was Schönes. Aber das ja, sind wir also ja gewohnt. Animationstechnisch sind die Anlagen gigantisch, was er da immer bastelt. Ja, definitiv. So, die Drohnen brauche ich nicht mehr hier. Die haben ja auch deutlich zu lang Fließbänder gesetzt, warum auch immer. Korrigieren wir das noch eben. Gibt es nämlich auch da ein bisschen Glas. Und ich weiß auch, welche Anlage hier gleich von mir das Glas kriegt. So. Da gibt es nämlich diese wunderschöne Anlage, die eh immer im Glasmangel herrscht. Und zwar die da hier. So. Okay, wir kriegen also hier Produkte raus, logischerweise. Warum ich hier 6 hatte... Oh, ich hoffe, das wird nicht too much. Was kommt da raus? Da kommen 3 optische Sets raus pro Ding. Oh, es kann sein... dass dieses Fließband nicht ausreicht, wenn es von beiden Seiten gefüttert wird. Das will ich jetzt mal nicht ausschließen. Ja. Das Problem ist, wir können... Dann müssten wir das hier am 1 rübersetzen. Wir haben halt hier unsere Grenze. Also wir können maximal ein Feld nach rechts gehen und maximal 2 Felder nach links gehen.
Ja gut, würde sogar reichen, weil wir brauchen nur hier ein, hier und hier. Also ja, gut. Das würde genau reichen. Aber wir lassen es jetzt erstmal so. Wir können es immer noch ändern, wenn es dann soweit ist. Aktuell kriegen wir eh zu wenig Zeug. So, bitteschön. Solange wir hier davon noch gar nichts kriegen, ist das eh wurscht. Und Käse. Und weiß der Geier was, noch alles. Noch alles? Ja. Cheddar, Gouda. Baroni Salami. Genau. All so ein Zeug. Oh Gott. Der Leberkäse, genau. Den gab's übrigens bei mir heute. Schön mit einem Spiegelei oben drauf. Nette Empfehlung. Ich sehe, ihr kennt's entweder nicht oder ihr mögt's nicht. Doch, doch. Am besten noch mit Bratkartoffeln dazu. Wie war das? Wie bin ich eigentlich unter all die Fleischfresser bei euch gekommen? Weiß ich nicht. Wieso? Bist du ein... Hab ich dir was verpasst? Du weißt, dass ich seit Jahren Veganer bin. Oh, nee, weiß ich nicht. Was? Hatte ich für ein Gerücht. Wusste ich jetzt echt nicht. Weil... Echt nicht? Ich hab ihn doch auch schon ein paar Mal als Veganer aufgezogen. Echt, ne? Ja gut, ich... ganz ehrlich, ich mach mir daraus nichts. Also, ich... jedem sein Ding. Mich stört sowas nicht, deswegen merke ich mir auch sowas nicht, weil es für mich keine wichtige Information ist, sag ich mal. So oft kochst du. Dann kann man so schöne Witze drüber machen. Also, richtig, Nachtfalter, so oft koche ich für den Brummi nicht, deswegen. Ach, hier sind viel zu viele Felder aufeinander. Wie weit muss ich? Ich muss quasi. Oh Gott, ich muss bis. Nee. Bis dahin. Okay. Wir legen das jetzt so weit, wie der Strommast reicht. Das heißt, bis hierher. Okay. So, und damit das ein bisschen schneller geht, machen wir das so. Wie konnten wir früher Factorio ohne Blaupausen spielen? Kann ich mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr dran erinnern. Ja, aber das ist halt so ein Komfort. Stell dir einfach vor, das hast du nicht mehr. Das wäre einfach krass. Boah. Naja, gut. Du kannst... Sorry. Nee, zack. Naja, wie konnten wir damals Factorio ohne Blaupausen spielen? Geht ein paar Staffeln zurück und guckst dir an. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn wir keine, ich meine, im Endeffekt können wir ja nur mit Blaupausen spielen, also zumindest beim von Hand setzen und sowas, weil wir einen zusätzlichen Mod mit rein haben, sonst hätten wir ja gar keine Drohnenhangare, keine persönlichen. Also von dem her. Oh, ich mach schon wieder Überlänge, das, nee. Ich wollte doch keine Überlänge machen. Doch nur wieder Ärger. Imo an mich. Eieruhr stellen. Genau. Ah, mal so. Oh, halt. Mal kurz gucken, dass wir nicht zu weit sind. Oh ne, eins können wir noch gehen. Bis hierher können wir noch gehen. Achso, jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. Oh, ich bin so doof. Dann setze ich jetzt halt Zwischenmasten. Ich bin so doof. Ah, egal, Einsicht, ne, Cody? Genau. Kann ich mir sagen, das ist ja Komfort, ey. Ja, geil, ne? So. Ja doch, die Anlage können wir 1:1 so quasi wieder aufziehen. Erstmal einmal hier die Drohnen ausschalten von mir selber. Dann ziehe ich einmal das hier drüber. Dann lasse ich die mal schön arbeiten. Und ich würde sagen, bevor es noch länger wird, machen wir hier kurz einen kleinen Cut. Und wie es natürlich hier weitergeht, das seht ihr beim nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.